Seid gegrüßt, meine lieben Zwerge, Gnome, Hobbits und Eggnodum zu einem neuen Part. Ja, wir sind hier ganz oben im Turm des dunklen Fürsten angelangt und wagen uns jetzt an etwas, was auch immer da kommen mag. Einmal tief durchatmen. Prinzessin Katja, ich werde dich retten. Ah! Oha, General Katja. Die haben wir schon in der Demo-Version. Naja, was heißt Demo-Version? In dem großen Casting gesehen. Gibt das Gesicht der Prinzessin zurück. Ohne Wirkung. Welche Schönheit. Hey! Was soll denn das jetzt hier? Ohne Wirkung. Was machen wir denn hier? Moment in sich hinein. Gib es sofort zurück. Okay, was soll die? Ich mach grad nichts. Okay, alles klar. Jo, erledigt. Ah, Marschair wurde besiegt. Na, das war mal ein epischer Kampf. Uff. Jetzt hoffentlich ein bisschen besserer Kampf. Also, jetzt sehen wir mal, wie es richtig geht. So, Lecky setzt Feuer ein. Genie greift an. Wer greift als nächstes an? Oha! Die Attacken sind stark. Ach du Scheiße. Ach du Schande. Ich greife an. Au, shit. Wie sollen wir das denn hinkriegen? Sprunghieb! Auf geht's! Ich gebe nicht auf, aber das sah gerade sehr schlimm aus. Und One-Hit auf Blackie. Was soll denn der Mist? Scheint ein sehr starker Gegner wieder zu sein hier. Auf geht's! Winnie steht mir bei. Und Becky die zweite auch. Dann ist er gut. Das hat sehr viel gebracht. Scheint sehr viel gebracht zu haben. Blacky ist tot. Die wurde einfach mal One-Hit-mäßig gekillt. Und der Rest des Teams scheinbar gerade auch. Erster Beistand opfern. Das ist nicht gut. Ich hab nicht 5 Lebenssteuer. 4 natürlich. Habe ich die Steuer komplett verbraucht? Das ist, glaube ich, nicht so weise schon am Anfang des Kampfes. Aber was soll es? Ich werde was irgendwie mal hinkriegen. Oha! Ich ruhe nur kurz mal meine Augen aus. Erst dabei stand. Rächen. Ja gut, jetzt bin ich ja tot. Den Steuer habe ich schon aufgebraucht. Die Streuer habe ich schon aufgebraucht. Das ist nicht so toll. Meine Ruhezone aktivieren. Wäre vielleicht ganz praktisch. Und da kann man Blackie die zweite rein. Der geht es gerade nicht so dufte. Oh man. Es beginnt ja hier super, dieser Part. Mit einem epischen Kampf hier. Na, so episch ist da gar nicht. Ja, C. C wie als Brot. Oha, das Team ist am Ende. Und was soll ich tun? Seid alle im roten Bereich. Queenie ist eine HP-Banane. Und dann ist ja klasse. Dann brauche ich mich um ihn nicht mehr zu kümmern. Na doch, muss ich schon, aber brauche ich ihn nicht mehr in die Ruhezone zu stecken. Ich gebe ja mein Bestes, aber oha, wieder ein One-Hit. So ein Mist. Sieht auch hier immer Kämpfer. Und ich kann nichts mehr tun. Ich habe ja hier eigentlich die stärksten Attacken, aber das ist natürlich blöd, wenn ich halt nicht mehr verfügbar bin. Und tot. 3 sind tot, einer lebt noch. Na toll.
Da müssen wir wohl noch ein bisschen trainieren, damit das was wird. Doch, Gini, du bist fertig. Ach, verflixt. Ja, so viel dazu. Irgendwann später. Ach ja, wieder eine Stunde auf Screentraining. Ist ja auch immer was Schönes. Jetzt können wir uns mal dran erinnern. Ich kommentiere es heute mal. Der Kampf gegen General Katja. Und beim fünften Versuch haben wir es dann wieder geschafft. Ich habe alle wieder umgekleidet. Viele neue Waffen, viele neue Klamotten, viele neue Techniken, viele neue Beziehungen. Alles neu aufgelevelt. Und war ja auch nicht sehr spektakulär, deshalb müsst ihr es nicht unbedingt sehen. Leck, fast am Boden. Gini greift an. Aber in die Ruhezone mit ihr. Damit sie nicht erwischt wird. Oh, Gini fällt hin, packt sich auf die Nase. Greift an. Und Zwergi. Attacke 20. Das Schwert ist schon sehr effektiv. Oha. Ein Schlag, der alle trifft. Achtet auf die Deckung. Kommt schon, Leute. Wirbelwind. Ja, die Attacke hat er neu erlernt. Level 10 haben sie alle erreicht. Habe ich neu aufgelevelt. Offscreen. Tut mir leid, musste ich machen. So spaßig ist das gar nicht, das Leveln. Mache ich gerne offscreen für euch. Habt ihr hier nur die Story. Das ist deutlich spaßiger. Oha, da sind sie fast am Boden. Gini holt sich selbst eine HP-Banane. Ja, wir sind alle okay. Ja, gerade so noch. Feuer auf! Blackie hat ein wunderschönes Zaubererkostüm bekommen. Ein ledernes, mittelalterliches Kostüm. Wir werden geheilt. Blackie der Zweiten, der geht's auch in der Ruhezone ganz schön dufte. Na, Kreuzhieb haben wir auch gelernt. Einer von vorne, einer von hinten. Zieht doppelt so viel ab. Die Banane wurde gestohlen. Mini der Dieb. Er holt sich immer seine Heilung selbst. Um den muss man sich nur halb so stark kümmern. Und das ist gut. Mini liegt woanders hin. Das ist nicht so gut. Ha! Da, ausgewichen. So, neues Beziehungsteil. Oha! Multihieb. Sie greift mit seiner Attacke alle. Gleichzeitig an Wirbelwind. Die Attacke sieht episch aus. Ist aber leider nicht so stark. Na gut, ist auch schon irgendwie ein bisschen stark, aber seltsamerweise habe ich hier die effektivsten Attacken. Und dieser hat irgendwie die laschesten, aber was soll's. Oha! Wir sind fast am Ende. Blackie, zwei und zwei sind fast am Boden. Ich habe eine HP-Banane genommen, scheinbar. Ne, ich bin in der Ruhezone. Wie nimmt einen MP-Bonbon. Bonbon. Blackie ist Game Over. Kommt schon, Leute, wir schaffen das. Noch einmal. Zack. Jetzt HP-Banane. Mampf. Ich muss ja auch nichts machen. Das ist die beste Art zu moderieren. Gute Besserung. Dankeschön. Blackie so nur. Sie liegt am Boden. Ist kampfunfähig. MP-Bonbon wurde gestohlen. Blackie, alle trauen um Blackie. Schwunghieb! Attacke! Der fünfte Versuch war doch allein ein bisschen epischer als die davor. Zange in Angriff! Attacke! Das ist doch eine epische Sache. Der Zangenangriff. Sprunghieb! Ich habe auch irgendwie nur Sprunghieb. Bam! Da haben wir ihn besiegt. Ich baue mal eine neue Attacke. Vielen, vielen Dank. Zwänge und Kuban, sie greift. Ich hätte ewig so weitermachen können. Nee, ich hätte nicht ewig so weitermachen können. Ist gut, dass wir es geschafft haben. Ist jetzt mal langsam gut, nach einer Stunde. Und weiter geht's. Bonus ERF. Wer kriegt das hier am Level 10? Ach komm, bin ich ein bisschen egoistisch und gönn's mir selbst. Oh, jetzt habe ich Blick gegeben. Auch gut. Da ist er, der Dunkelgriff aus Julian. Der meldet sich auch noch zu Wort. Hoffentlich müssen wir nicht gegen ihn kämpfen. Ihr habt einen meiner treuen Diener besiegt. Das trübt meine Laune. Dafür werdet ihr bezahlen. Ihr werdet schon sehen. Da verschwindet er.
Der dunkle Fürst Julian ist Richtung Osten geflohen. Danke, dass du mich gerettet hast. Es beschämt mich, dass ich gar nichts beitragen konnte. Ja, seine Kämpfe waren ein bisschen lasch. Dieser Null-Hit-Dinger. Aber Hauptsache, wir haben das Gesicht der Prinzessin zurück. Lass uns schnellstens zu ihr aufbrechen. Und dann geben wir der Prinzessin mal ihr Gesicht zurück. Prinzessin Katja, ihr altes Gesicht kriegen. Wo ist der König? Was zum... Na egal. Muss sie sich kein neues operieren. Kann sie das hier haben. Und... Hier hast du... Nimm. Zack. Na, hübscher sieht immer noch nicht aus. Aber egal. Ich bin so froh. Ich habe hoffentlich eine fette Belohnung für, weil ich habe all mein Geld ausgegeben fürs Training. Also her damit. Vielen Dank. Ich bin so froh, mein Gesicht wieder zu haben. Ihr habt unsere geliebte Tochter gerettet. Eine Belohnung ist das Mindeste, was ihr euch verdient habt. Jede Menge Geld. Hurra. Naja, so viel ist das gar nicht. 1500. Aber eine Waffe können wir uns davon mal kaufen. Ja, die Waffen werden immer teurer. Weil sie auch immer besser werden. Ach, du hast uns sehr beeindruckt. Auch du hast uns sehr beeindruckt, Mascher. Was er beeindruckt? Naja. Aber Eure Majestät, ich habe gar nichts bewirkt. Unfug, mein Junge. Wir haben doch gesehen, wie du zur Rettung der Prinzessin fortgeeilt bist. Ja, das stimmt, er hat's versucht. Er hat's, ja, das ist schön, dass es. Er hat's zumindest versucht. Das kann man ihm hoch anrechnen. Er ist ja hingerannt. Er hat sich vor das Schwert dieses Monsters gestürzt, während der Prinz von nebenan hier einfach heulend weggerannt ist. Hat er sich in den Kampf begeben. Das ist, ja, das ist sehr würdig. Deshalb gestatten wir dir von nun an, der Prinzessin den Hof zu machen. Oh, Katja. Mascher. Da haben sich zwei gefunden. Och, wie süß. Zwinker. Prinz der Opa. Hingegen... Er hat sich als einfach nur erbärmlich erwiesen. Mami! Ja, verpiss dich einfach. Der Opa. Du hast ja nichts mehr zu suchen. Und euch hier? Geht's gut? Ich bin am glücklichsten, wenn Mascher bei mir ist. Ich werde die Prinzessin beschützen. Naja, ruft mich einfach, wenn ihr Hilfe braucht, wenn jemand beschützt werden muss. Also, ob du die Prinzessin beschützen kannst, ja, das war ich ehrlich zu bezweifeln, aber naja. Lassen wir sie erstmal zufrieden, die Turteltäubchen. Ich stehe tief in deiner Schuld. Und nun los, gib dem dunklen Fürste, was er verdient hat. Nam, 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 nam. Das werde ich. Auf geht's in den Kampf gegen den dunklen Fürsten Julian. Den Turm haben wir bezwungen. Weiter geht's. Ah, Zombie. Keuch. Ich bin Zombie von der Schlosswache. Ihr überschreitet gleich die Grenzen von nebenan, dem Nachbarkönigreich. Also Vorsicht. Mission abgeschlossen. Ich muss nun zurück zum Schloss. Mit Verlaub. Na, dann mal schauen, was im Königreich von nebenan passiert. Wer dort der König ist und was da los ist. Scheinbar nicht sehr viel Gutes. Weil der Prinz von nebenan, der ist ein ganz schönes Bürschchen. Der wird dich beschützen. Explosion. Nasenfelsen. Na denn. Die haben tatsächlich nur Nasen. Oh, alle schon fast besiegt. Ich hau mal auf den dort. Attacke. Zangriff. Super. Haben wir geschafft. So. Die Nasen greifen an. Erwischt. Der wurde abgewehrt. Wir sind jetzt keine Bedrohung mehr. Wir haben schon finstere und bösere und stärkere Gegner bezwungen. Da wären uns solche Nasenfelsen hier nichts mehr.
antun können. Hurra, ein bisschen Geld. Und weiter geht's. Ich renn mal ein bisschen. Schnaufkeuch. Oha. Nasenfels. Magiekobalde und Blitzwolken. Na denn. Explosion. Ich habe halt hier wirklich nur Sprunghieb und schützender Schild. Setz mal schützender Schild ein. Das bringt halt auch ein bisschen was. Als dass die anderen Beschützer. Ich brauche mal eine Magieattacke. Ja, ich bin kein Magier, aber trotzdem. Eine Spezialattacke wäre schon sehr hilfreich. So bin ich leider nur im Angriff effektiv. Eulenarmi! Na denn, weiter geht's. Nur ein paar Kratzer. Ist wirklich harmlos hier in der Wildnis. Wenn man weiß, wie man gegen den General kämpft. Und gegen den Greif, wenn man das geschafft hat, dann schafft man das auch hier in der Wildnis. Es wird dunkel. Wir sollten eine Runde quatschen. Und dann? Und was dann? Sie hörte eine Stimme. Sie flüsterte ihr in der Dunkelheit zu. Was war das? Ich habe Angst. Sie krächzte, weil ein Sargdeckel, der sich geschlossen hatte und so weiter. Wo ist mein Gesicht? X. Sie erzählten sich die ganze Nacht hindurch Geschichten. Es ward Morgen. Und dann kam der nächste Tag. Ui, alle draußen geschlafen unterm Sternenhimmel. Nicht im Zelt. Dann rennen wir mal ein bisschen weiter. Wir müssen schließlich auch ankommen. Ich stehe dir bei. Und Attacke. Wirbelwind. Das sieht episch aus. Oha, die schon wieder. Die Greenies Herz mit Dunkelheit erfüllen. Geister. Na, dann lassen wir ihn mal in die Ruhezone und dort kann er sich wieder erholen. Quellgeister verschwindet. Erst die Quellgeister besiegen, dann die Steine. Blackie, die zweite ist dran. Ich hab euch ja lieb. Alles klar. So. Die Steine greifen an. Aber es bringt nicht sehr viel. Wir sind sehr abgehärtet gegenüber solchen Angriffen. Das ist nicht mehr neu für uns. Wir haben schon härtere Kämpfe ausgestanden. Aber die sind sehr hart. Sehr harte Gegner. Na, sehr hart. Das sind jetzt nicht wirklich, aber... Oha! Blackie hat man hier in die Ruhezone. Oha, wen denn jetzt? Mich oder Blackie? Ja, erstmal Blackie. Ich komme zurecht. Kaka! Oha, was hat denn da gewackelt? Hätte ich auf den B-Knopf gedrückt. Wollen wir mal hoffen, dass die sich schnell wieder erholen. So, mich in die Ruhezone, damit ich wieder zu Sinnen komme. Eine Ohrfeige wird da nicht ganz helfen, wenn ich von Monstern besessen bin. Wow! So, den Zwergi wieder rausholen. Wir werden siegen. Ja, da bin ich mir ganz sicher. Und attackieren. Ich meinte, dass wir ihn attackieren sollten und nicht er uns. Los! Na, der nur noch dieser eine Quellgeist. Den kriegen wir auch noch hin. Attackieren. So. Nickel und waren siegreich. So ein Glück. Weiter geht's. Level für Blackie, die zweite MP-Song erlernt. Heitere dein Team auf, damit ein paar MP zurückerhält. Damit es ein paar MP zurückerhält. Und weiter geht's. Bald sind wir nebenan. Aber zuvor müssen wir noch ein paar Monster besiegen hier auf dem Weg in der Wildnis. Wir werden es hinkriegen.
solange uns hier kein Greif noch auflauert. Und der war nämlich wirklich ein bisschen zäh. Aber letztendlich kriegen wir alles hin. Auch einen Greif oder einen General. Einen dunklen General. Und wir kriegen sie alle. Und wir besiegen sie. Mit unserer Macht. Unserer Kampfesmacht. Denn die Macht ist mit uns. Sie ist stark in unserer Familie. Oh, alle auf einmal. Das war gut, Blacky. Und dann mal weiter. Ein paar neue Level. Level up für Zwergi. Neue Attacke? Nein. Nix da. Aber sie. Riesenwaffe gelandet, Swatte. Und weitere. Bald sind wir da. Ein Gasthaus. Auch gut. Auch. Ui. Die habe ich ja zusammengesetzt. Blacky und Zwergi, weil ich und Greenie sind schon dicke Freunde hier im Spiel. Aber Greenie und Blacky die zweite und ich und Blacky die erste. Wir sind noch nicht so ganz dicke. Wir müssen noch ein bisschen. Haus. Was passiert? Der dunkle Fürst greift das Gasthaus an. Nein. Sowas gibt's doch ja nicht. Was? Hilfe! Was passiert? Gasthaus. Dumm. Mein Team ist weg. Wo sind denn die anderen? Ho, 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 ho. Schwere Zeiten. Was? Der dunkle Fürst Julian war in der Nacht zu Besuch. Er hat euch heimgesucht und hat deine Freunde verschwinden lassen.